Und während Adrianov seine Übung beendet, bewundert das Publikum die eines jungen Deutschen, der als die größte Überraschung dieser Wettkämpfe gilt. Eberhard Ginger, der spätere Weltmeister, an seinen Paradegeräten. Eberhard Ginger, Weltmeister am Reck. Er trinkt täglich Frischmilch. Frischmilch trinke ich gern, besonders nach dem Training. Mens sana in corpore sano. Ein Spruch, der aus dem Lateinischen kommt und häufig von den Menschen falsch übersetzt wird, nämlich in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Das ist falsch. Mens sana in corpore sano bedeutet, in einem gesunden Körper sei ein gesunder Geist. Oder umgekehrt, wenn man für die geistige Ertüchtigung etwas tun muss, um den gesamten Körper als Ganzes zu begreifen, muss man auch was für den Körper tun und umgekehrt. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass die Menschen sich bewegen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man, egal wo man es tut, draußen im Freien, im Turnverein, im Fitnessclub, bei der Volkshochschule, ganz egal, sich bewegt. Und wenn man sich bewegt, dann hat man auf jeden Fall schon mal die Hälfte dessen weg, was zur Ganzheitlichkeit des Körpers führt. Und ich bin deswegen sehr froh darum, dass es gerade hier im Gymnasium die Möglichkeit gibt, sich in allen möglichen Bereichen körperlich fit zu halten und demzufolge auch geistig fit zu halten. Eines hat man jedenfalls festgestellt. Diejenigen Kinder, die Sport treiben, die sich bewegen, die haben auch in der Schule bessere Leistungen anzubieten in den unterschiedlichen Fächern als diejenigen, die sich weniger oder gar nicht bewegen. Und hier im Gymnasium hat man die Möglichkeit, sich zu bewegen, in alle Richtungen etwas für den Körper tun. Und wenn man als Kind schon frühzeitig angefangen hat, sich zu bewegen, dann kann man so etwas in das Jugendalter, ins Erwachsenenalter bis hin zum Seniorenalter auch halten. Ich bin sehr froh darüber, dass es diese Einrichtung gibt. Und deswegen sage ich, Mens sana in corpore sano, in einem gesunden Körper sei ein gesunder Geist. Wer kann schon von sich sagen, eine Sportlegende bei sich im Haus begrüßen zu dürfen? Wir haben heute die Ehre und das Vergnügen, dass Eberhard Ginger bei uns im Hause war. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und war auf Einladung unseres CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Alexander Becker hier vor Ort, um sich ein Bild zu machen, wie wir hier so an der Basis arbeiten. Botschaften brauchen Botschafter. Und wer könnte besser die Bedeutung auch von Fitnessclubs im Rahmen der Gesundheitsfürsorge in unserer Bevölkerung auch darlegen als eine Legende wie Eberhard Ginger? Rein persönlich kann ich sagen, ich war sehr aufgeregt und es war so ein schöner, sympathischer Termin. Und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich für sein Kommen und wünsche ihm viel Kraft und viel Erfolg bei der weiteren politischen Arbeit. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.